Herzlich willkommen. Erstes Video von mir, und zwar ich habe mir bestellt den U-Top bei Hecht und Barsch, 39,95 plus Versandkosten. Ihr bekommt noch eine kleine Überraschung dazu. Ich hole das mal raus, und zwar bei mir waren es Köfi und Roach, die Köfi Roach in Brown Trout, 7 cm empfohlener Jighaken, Größe 2, UV-aktiv. Schönes Ding. Dazu natürlich noch ein Aufkleber. LMMB. Sehr schön. So, das kommt zur Seite. Dann geht's los. Ich packe den mal zur Seite, den U-Top, und jetzt schauen wir uns mal an. Keine Gewalt an Kisten. So. Zuerst den Zettel. Sehr schön. Gewinnspiel. Gewinnspiel. Von Hearty Rise Red Shadow Distance. Und ein Hardcase dazu. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Hearty Rise Routen bis jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber optisch machen die viel her. Ich kenne auch einen, der steht total drauf. So, jetzt sehe ich schon. Neuankündigung. Nächste. SPLT Split in 6 Inch. Farbe C02. Shrimp Aroma. Ach, komm raus. Sehr schön. Habe ich drauf gehofft. Am liebsten hätte ich das mal ein Hardbait gehabt von Nace. Aber wir haben noch einen Weihnachtskalender oder den Adventskalender. Mal sehen. Hier sehen wir eine Tasche. Sehr schön. Oben auch. Auge. Ja, blaue Flakes drin. Sehr schön. Mal dran riechen. Oh, ja. Riecht schon. Shrimp. Shrimp. Sehr schön. Freue ich mich. Angenehme Größe. Was bei den Nähs halt immer auffällt, sind hier diese Seiten. Ob es beim Hardbait ist. Geil. So, kommen wir zum nächsten. Billix. Magic. Magic. Krebse in der Größe 3,2 Zoll. Pumpkin Orange. Squid Grill Booster, Nitro Booster, UV Inside, Tasty Colors. Lecker, lecker. Gespannt. Habe, glaube ich, schon ein, zwei Alex Köder. Schaut mal an, wie ölig diese Packung ist. Ich hoffe, das sieht man. Die riechen sehr appetitlich. Hier sehen wir große Tauschschaufeln. Unten Pumpkin. Sehr schön. Orange. Pumpkin Orange. Schaut mal, wie ölig meine Finger sind. Wow. Hoffentlich darf ich nach oben kommen. Sehr schön. 4 Stück. Bin ich gespannt. Hab schon einige Krebse von Alex. Bis jetzt glaube ich noch nichts an Krebsen. So, kommen wir zum nächsten. Da sehe ich schon was Geiles. Kommen wir später zu. Hier. Von Realis, der Booster Wake, 3,5 Zoll, Made in Japan, original Formula, sehr geil, schönes Ding. Okay. Farbe, Watermelon Red Flake, und Duo, genau, Duo Realis, habe ich irgendwo noch ein paar Wobbler. So, hier sehen wir rote Flakes. Oben sehen wir wieder eine Offset-Tasche. Sehr schön. Ein bisschen zweigeteilt. Ne? Ja, elastisch. Pedal-Tail. Und hier sehen wir noch zwei so eine kleinen Flossen. Ja, sehr schön. Macht, denke ich mal, ordentlich Druck unter Wasser. Der riecht, ich weiß nicht wie, Kartoffelchips. Der riecht komischerweise lecker. Da muss ich mal nachgucken, womit der eingehüllt wurde. So. Savage Gear. Finesse Dropshot Kit. Na, sehen wir. Elfteilig. Firma, die ich auch sehr mag. Preis-Leistung ist immer super. SG Finesse Dropshot Kit. Elfteilig. Der viermal den
3D Fry V-Tail 6,5 cm, 4x 3D Fry Paddle Tail 6,5 cm. Dann haben wir Fluorocarbon 1 Meter, 6er Haken, Drop Shot Weight, sehr geil. Sehr, sehr geil. Es wird, denke ich mal, kein Tungsten sein. Dafür ist es zu groß. Einmal 5 und einmal 7 Gramm. Geil. So, kommen wir zum nächsten. Noch ein Aufkleber, Loot Drop. Oh, da hebe ich das eben jetzt im Schloss auf. Ja. Sehen wir den Shutterbait von 4 Street. Marke von Quantum. Ja. Sehen wir schon. Oben, die sind wohl länger. Ja. Sehr geil. Tatsächlich schon drauf gefangen. Auch die Farbe habe ich schon häufiger. Sehr geil. So, ein Hardbait. Ein Hardbait. Das ist der P10 DR, Deep Runner von Westin, der Plattypus. Geile Farbe, mal was ganz anderes. 10 cm, 16 Gramm Floating Orange Flash. Lead Free. Sehr schön. Longcast System. Hatte ich zuletzt auch in einer anderen Packung, einer anderen Box. Sehr schön. Den lasse ich drinnen. Den erkennt man, glaube ich, so. Die Farbe hatte ich von Westin auch schon mal bei einem anderen Köder. Aber weiß nicht mehr, wo der ist. Der ist mir, glaube ich, abgerissen sogar. Mein Highlight. Hybrider K1 Switchbait. Black von Black Force Lures. Made in Germany. Handgearbeitet. UV-aktiv. Sehr schön. 9 cm, 25 Gramm, Slow Floating. Farbe ist die Loot Drop Spezialfarbe. Ja, Loot Drop Edition steht oben drauf. Sieht man bei mir ein bisschen schlecht. Hybrider. Sehr schön. Tolle Farbe. Toll gearbeitet. Hier im Flossenbereich auch so ein bisschen hebt sich das ein bisschen ab. Kiemendeckel. Auge. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Toll. Tolle Farbe. Super scharfe Haken. Ah, geh mal raus. So. Form C. Form C. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Freue mich. Versteckt sich noch etwas. Jig-Haken. Größe müsste ich 3,0 und 4,0 könnte sein. 10 Gramm, 15 Gramm, jawohl. Mag zum Beispiel die Betholder auch ganz gerne. Ne? Vorher mochte ich immer den Draht, mittlerweile mag ich die. Dann haben wir noch irgendwas zu naschen. Die Nährwerte. Sehr gut. Da schaue ich nachher mal rein. Sieht auch fühlt sich an wie Schokolade. Dann Autogrammkarte. André Schmidt. Aus Bamberg. Deutsch. Jawohl. 1,31 Meter. Boah, schöner Hecht. 96 cm Zander. Den muss man auch mal kriegen. Barsch 52 cm. Nicht schlecht, nicht schlecht. André Schmidt. Oh, das war die Kamera. Sehr schön. So. Wie schon mal angekündigt, Lure Drop Abo mit einem Preisvorteil von bis zu 10%. Nicht schlecht. Schön. Hätte ich mir mal überlegen. Sehr gut. So, legen wir lieber so. Jetzt ist die Kiste alle. 39,95. Boah, sehr geil. Allein, ich sag mal, hier ist man locker mal mit dem 10er dabei. Der Spezialfarbe. Sehr gut. Sehr geil. Also für mich. Nase auch nicht günstig. Toll. Ansonsten Ilex ja auch immer Premium-Marke. Duo Realis. Made in Japan. Super. Für mich eine gelungene Box. Werde ich alles mal ausprobieren. Ob ich den fische, weiß ich allerdings nicht. Da kaufe ich mir lieber nochmal eine andere Farbe nach und hänge den in den Schrank. Sehr schön. Auf die Nase freue ich mich.
Dropshot-Kit, super. Kann man immer gebrauchen, auch anständige Größe. Dann Haken, kann man nie genug haben. Shutterbait, super geil. Sehr, sehr gut. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich. Haut rein, schönes Wochenende. Demnächst stelle ich noch die Adventskalender vor. Kommt ein späteres Video auf Instagram, beziehungsweise auch noch auf TikTok. YouTube natürlich auch. Danke euch. Schönes Wochenende.